Freundin der Nacht, ist das nicht lustig? Jedes Mal, wenn ich hier neuerdings so ein Video anfange, starten wir in so einem Loch. Das ist, glaube ich, jetzt schon die dritte Folge hintereinander, die in einem Loch startet. Bettloch, ne? Kein Bettrock, sondern ein Bettloch. Und draußen hörte ich gerade noch ein Skelett. Wie ihr wisst, haben wir in der letzten Folge weit weg von Bad Schönfels eine tolle Gegend entdeckt, die mich gleich inspirierte für irgendwelche Dinge, die ich jetzt noch überhaupt nicht formulieren kann. Aber wie gesagt, wichtiger ist, dass draußen noch irgendwo was rumturnen kann. Aufpassen. Oh, die Lava, die müssen wir auch mal... Ist aber gut, dass wir hier eine Lavaquelle haben. Die sollten wir auf jeden Fall nicht zuschütten. Komm, 1,8, du kommst mit. Ich brauche deine Hilfe unterwegs. Ja. Ich habe immer noch keinen Hunger übrigens. Wir wollten uns ein bisschen umgucken. Ich bleib mal ein bisschen näher am Fluss, ja. Wo geht der denn lang? Versuchen wir mal am Fluss noch ein bisschen zu... Ach, der macht hier so eine Biegung und geht da hinten noch weiter. Eieiei. Okay, wollen wir mal sehen. Ach, das ist Gammelfleisch von Zombies, ne? Ja, okay, den Fluss, den kann man auch noch erweitern. Das sollten wir alles aufbuddeln. Machen wir hier mal so ein bisschen, ja, ne, Landschaftsarbeiten. Ne? Warum nicht? Ne? Das ist ein ziemlich dichter Wald hier. Man sieht so auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Fluss, ist der denn da jetzt noch weiter geflossen? Nö, ne? Da war es dann aber auch wirklich zu Ende mit dem Fluss. Ich habe den Eindruck, das sollte hier vielleicht noch das Flussbett bleiben. Könnt, ja, tatsächlich, da geht's auch weiter. Na, da kommt der World Generator noch nicht so richtig mit klar, glaube ich. Wahrscheinlich solltest du... Gut, aber notfalls buddel ich das... Also, da kenne ich nichts. Wenn es Flüsse angeht... ich habe schon mal irgendwo gesagt, dass ich die wirklich super toll finde. Die Flüsse sind echt die absolute Bereicherung. Für mich das Beste überhaupt an 1.8, ne? Hab ich schon mal gesagt. Ja, ja, das würde ich dann alles... Da kenne ich nichts. Das buddel ich alles auf. Da mache ich einen riesen Amazonasbecken hier hin, ne? Das wird ein riesen Fluss. Ich werde dann hier so ein Flussmensch... Mit Schwimmflossen und zwischen den Zehen. Verfolgen wir den jetzt mal ein bisschen in die andere Richtung. Denn hier, das war auch noch so ein schöner, so ein weiträumiger Bereich. Höhlen. Kühe. Alles da, was man braucht. Mich interessiert jetzt, wo der so hinfließt. Fließt der durch die Wüste, ne? Richtig, da hinten haben wir den ja entdeckt. Das finde ich da auch sehr attraktiv, weil es da so noch mit Sand ist und so. Man kann das da so ein bisschen alles mischen. Noch keine richtig konkrete Idee, was wir machen können. Wahrscheinlich würde ich mir hier so die ganze Region vorknüpfen. Also hier nicht nur an einer Ecke bleiben, sondern was weiß ich, das Sumpfgelände da hinter dem Sandhaufen da hinten war das, glaube ich. Da würde ich vielleicht wirklich so ein Sumpfkrautlager hinbauen und... dass wir hier halt so ein bisschen in der Natur so sind. Wo geht der Flusslauf hin? Das mache ich total gerne. Ich mache das, liebe das auch im Creative Mode, über die Flüsse zu fliegen. Ja, ich fliege stundenlang über Flüsse hinweg und folge deren Lauf. Ja, richtig mal schön auf... Du bist jetzt nicht da reingefallen. Mensch, komm da doch raus. Ob ich dir mal Gammelfleisch gebe? Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Hinterher wird der krank. Also. Ja, wieder aufbuddeln. Bin mal gespannt, wo der hinfließt. Wenn ich jetzt fliegen könnte, ne? Man kann ja umschalten. Man kann ja...
gibt da irgend so ein Tool, ne? Und ich glaube, wenn man einfach in der Level.dat irgendwas, in der Datei irgendwas ändert. Was ist denn das da vorne? Ist das ein Dorf? Ja, das kommt uns ja wie gerufen. Die erscheinen immer, wenn ich gerade was total Wichtiges oder absolut Spannendes erzählen möchte, werde ich direkt wieder abgelenkt. Oh, das ist ja klasse. Das ist ja klasse, aber wird wieder in der Wüste, ne? Aber genau richtig. Das wird unser neues Hauptquartier. Ja, das werden wir jetzt erobern. Wir schleichen uns jetzt an. Was ich sagen wollte, war nicht mehr so wichtig. Die Level.dat-Datei, die kann man auch irgendwie bearbeiten. Und ich glaube, da gibt es einen Wert, den man ändern kann. Und dann könnt ihr im Creative Mode weiterspielen. Beziehungsweise im Creative Mode was bauen und das dann zum Survival-Level verändern. Das sah aus, als wäre da gerade das Licht drin angegangen, ne? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Hallo? Ist jemand da? Scheint verlassen zu sein, die Stadt. Niemand da. Hey, ist hier jemand? Ich habe friedliche Absichten. Kommt raus! Komisch, der Brunnen ist auch nicht leer. Warum wurde diese Stadt verlassen? Ja. Gibt es hier eine unsichtbare Bedrohung? Oder ein Fluch, der über der Stadt liegt? Vielleicht ist es gar die Pest, die die Menschen hier heimsucht. Wow. Schick, schick, schick. Ja. Schick, schick, schick. Ich will sofort mein Bett holen aus der Höhle. Das ist ja mal ganz klar. Das ist mein neues Heim. Hahaha. Ich brauchte gar nichts bauen und schon habe ich das Heim hier. Wo bin ich? Am Ende des Dorfes. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Hier bleibst du mal sitzen. Hallo. Und pass mal auf. Ne? Ne, komm mal mehr in Schatten. Komm, da ist zu heiß in der Sonne. Ich komm hier hin, komm. Ja, komm mal da aus dem Feld. Brauchst du nicht düngen. So. Ich geh mal lieber noch Bewohner suchen. Keine Bewohner da. Verlassen alles. Aber die Felder frisch bestellt. Sehr verdächtig. Cooles Haus. Cooles Haus. Ich werde da mal was beleuchten. Ey, das ist fett, das weiß ich schon. Ich fange jetzt mal, ich werde mich dann einspielen und das Dorf erstmal verschönern. Das ist ein guter Start. Ich werde jetzt vor allem erstmal gucken, wo sind wir lang gekommen? Da habe ich verlaufen. Mich verlaufen? Oh. Nee, 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 hier bin ich lang gekommen. Ja, ja. Ich dachte schon. Nein, ich gehe jetzt nochmal zurück zu meiner Höhle. Einfach nur so, das muss ich auch machen, um hier mich ein bisschen besser, ja, auszukennen. Ich renne jetzt zurück zu meiner Höhle. Da ist der Fluss, also sie müsste, kann eigentlich nicht weit weg sein. Wahrscheinlich der Fluss, der fließt da wahrscheinlich hier ringsherum und kommt da wieder aus. Ja, Glück muss man ein bisschen haben, nicht? Und das, da habe ich Bock drauf, einfach mal ein bisschen an dem Dorf rumzufummeln. Ja, und dann verschönere ich das und wenn 1.9 rauskommt, dann werde ich von den NPCs ermordet, ne? Weil die sagen, ey, du hast unser Dorf missbraucht. Ich hab doch nur renoviert. Schnauze. Du bist ein toter Mann. Wo war das denn jetzt? Mach keinen Ärger, ich brauch so ein Zementfeld irgendwie. Da vorne. Hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Ja, ganz einfach. Das ist ja super einfach. Sonne geht unter, verdammt ich. Ah, mein Bett. Jetzt wird's aber knapp. Leute, jetzt wird's aber knapp. Ihr hättet mal auch was sagen können. Dass ich mich hier schon wieder voll aufhalte. Ah. Ich muss zurücklaufen. Ah, durch die Wildnis, durch den Busch hier. Und ich habe noch nicht mal 1.8 dabei.
habe ich mich völlig verplant. Also da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass es dunkel wird schon wieder. Geht ja hier. Haben die das irgendwie, ist das schneller geworden? Kann das vielleicht auch sein? Ich meine, manchmal staunt man da nur und hier mal rüber zur Wüste rennen vielleicht irgendwie, ne? Da kann man mehr erkennen. Hier so lang. Geh weg, geh weg. Da ist das Dorf. Werde ich es noch erreichen? Was sagt ihr? Werde ich es schaffen? Oder werde ich drauf gehen? Werde ich vor die Hunde gehen? Nein. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber schön ist es. Guck mal, auch wenn das jetzt so beleuchtet ist. Also, nee, das war schon eine gute Idee mit den NPC-Dörfern. Ja, genau, die gefallen mir eigentlich auch mal ganz gut. Also, seht ihr mal, mit der Zeit fallen mir doch immer mehr positive Dinge ein. Ja. Wobei ich die alten Kritikpunkte noch nicht revidiert habe. Da stehe ich noch zu. Aber ich wollte davon ja nicht mal reden. Nein. Ich bin ab sofort ein absoluter Notch-Fanboy und werde den immer anfanboyen. So. Geschafft. Mein neues Zuhause. Das ist ja wohl eine geile Hütte, ne? Meine Güte, echt. Eine super Bude. Hier mit Fenster, wo der Mond reinscheint und echt schön gemacht, ne? So ein Fertighaus halt. Warum nicht? Es ist modern geworden. Es gibt viele Leute, die in Fertighäusern wohnen. Man muss nicht immer alles selber bauen. Ne? Es ist völlig überbewertet, das selber bauen. Do it yourself und so, ne? Alles klar. Es ist jetzt schön am Morgen. Ich hoffe mal, die Spinne da draußen hat mich nicht so auf dem Kicker gehabt. Ne, Moment. Bevor ich rausrenne, werde ich jetzt hier auch erstmal gucken, dass ich mich ein bisschen einrichte. Ja. Die Lampe da, ja. Da hinten zwei, ja. Guck mal, hier noch eine Fackel hinhängen. Und das mag ich ja nicht, ne? So. Man muss direkt meine Handschrift erkennen, wenn man hier reinkommt. Gut. Was haben wir denn noch dabei? Eine Kiste könnte ich hier noch hinstellen. Natürlich. Kiste, wo passt die denn gut hin? Dann machen wir die hier hin. So. Schön. Da lassen wir jetzt auch ein paar Sachen noch. Gammelfleisch, ey, will ich jetzt echt nicht. Hier die wichtigen Sachen. Wie gehabt, das ist jetzt auch wertvoll. Da werden wir ja irgendwie, das ist ja Schmuckwerk praktisch. Okay. Ja, nee, die brauchen wir wahrscheinlich noch. Einfach mal ein bisschen, das werden wir auch mal austauschen. Hier auf Reserve. Jetzt auch ein paar von den Pfeilen und Fackeln in Sicherheit lassen. Und dann werde ich mal das Brot essen. Schmatz, schmatz, schmatz. Und dann haben wir's. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich gut drauf. Jetzt. Hallo? Ja. Geschlafen habe ich auch. Das bedeutet, mein Spawnpunkt ist hier. Hurra, hurra. Ich habe ein bisschen Geröllheimer mitgebracht. Da kann ich direkt mal anfangen. Hier mal so ein bisschen, die ganze Sache zu verfeinern. Du kannst ruhig mal rumlaufen und mir hier irgendwelche Gefahren vom Hals halten. Ist vielleicht besser, wenn man hier jetzt erstmal kurz Wache schieben geht. Ja, da lasse ich jetzt mal so langsam meine Ideen hier so wachsen. Was ist mit dem Weg? Der ist so hochgelegt, das ist völlig unnötig. Okay, das war's da mit dem Rumlaufen, ist okay. Der ist unnötig, der Weg, der kommt weg. Das sieht man sehr schön. Ja, so ein Dreierweg, das können wir alles noch ein bisschen verschönern hier. Da könnte ich zum Beispiel eine Regenrinne reinbauen.
Wie mache ich das? Und vor allem, was ich sofort brauche. Und überhaupt brauche ich Holz, ne? Ich glaube, ich brauche Holz. Ich habe nicht mehr viel Holz. Au, ich habe eigentlich gar kein Holz mehr, um genau zu sein. Eieiei, okay. Ich gehe mal Holz hacken. Holz hacken sollte man immer. Also Holz ohne Holz ist wirklich, ne, hängen im Schacht. Sollte aber kein Problem sein. Wir haben ja da vorne ein Wäldchen. Mal eben hingesaust. Stark. Stark. Die Flüsse sind einfach super. Die kann ich mir stundenlang angucken. Müssen natürlich ein bisschen mehr Leben sein, ne? Also Strömung, ja okay, Strömung brauche ich nicht unbedingt. Das bringt spielerisch halt wieder auch Probleme mit sich, denke ich mal. Aber so, dass ab und zu mal so schäumt, so, ne? Überhaupt, wenn mal so wassersteil runterfließt, habe ich da gerade ein Achievement bekommen. Ich glaube, ich spinne, ey. Folge 100, was weiß ich, ne? Und, naja. Ja, dass man irgendwie, dass die Flüsse ein bisschen lebendiger aussehen, wenn irgendwo eine Stromschnelle ist, dass das dann eben halt auch ein bisschen schäumt und so, das Wasser. Das könnte man doch bestimmt mit einer einfachen Textur, die man dann noch so einbaut, machen. Wie es auch andersfarbiges Wasser für Sumpfgelände und so. Und es kann auch gut sein, dass das mal gemacht wird. Holz, Holz, Holz. Und natürlich gerne nicht die ganz großen, fetten, verästelten Bäume. Erst fangen wir praktisch wieder bei mehr oder weniger bei Null an, ne? Dabei haben wir eine schöne Baumschule gebaut in Bad Schönfels. Ja, das reicht jetzt auch an Holz. Mache ich dann den Baum hier noch weg. Ja, vor allem ist das Problem, wenn ich mich jetzt hier in das Land verliebe und hier toll baue, was mache ich denn da mit 1.9? Also eigentlich wollte ich dann ja vielleicht eine neue Staffel anfangen oder so. Ja, ich glaube, da muss ich irgendwie eine ganz andere Serie anfangen, damit wir, vielleicht verlagern wir das dann auf eine neue Staffel und schauen trotzdem ab und zu mal hier noch rein. Naja, ist jetzt aber alles noch Spekulation. Man muss halt auch mal sehen, wie sich das jetzt hier noch so entwickelt. Aber wenn wir schon irgendwie, bisher sind wir immer noch weitergekommen und haben uns immer noch was einfallen lassen. Ne? Beziehungsweise ich habe mir immer was einfallen lassen und ihr habt das dann gut gefunden. Worüber ich mich ja immer echt freue. Man weiß das manchmal nicht, man macht manchmal so Experimente, dann bringt man was Spontanes oder so, und dann weiß man eigentlich nie, wie das denn jetzt eigentlich auch ankommt. Im Grunde darf man sich aber darüber auch keine Gedanken machen. Ist auch so ein Tipp, bloß nicht jetzt immer so Gedanken machen, wie kann ich denn etwas noch besser oder noch wie kann ich denn jedem gerecht werden? Das geht eh nicht und man ist dann auch nicht mehr man selbst. So, Stufen brauche ich ganz viele. Mache ich die Stufen denn jetzt aus Stein oder mache ich die aus Holz? Holz wäre schön, ne? So als Kontrast so. Genau, und aus Stein wollte ich ja Regenrinnen machen, so ein Abguss da. Die mache ich nämlich mit Treppen. Seht ihr? Ja klar, so einen ganzen Koppelstein mal eben verbraten, ne? Super Idee. Aber wir haben ja genug. Wir haben ja genug in der Nähe. Da haben wir einen Steinbruch da hinten, alles. Ah. Ja, ich habe das schon richtig gemacht. Nicht, dass er jetzt denkt, ey, du wolltest doch Treppen aus Holz machen. Na, und nie aus Koppelstein. Ja, aber ich mache das eben. Das mache ich jetzt auch sofort, damit ihr wisst, was ich da immer so mache gerne. Das brauche ich auch unbedingt. Das muss ich immer haben an den Türen. Sonst werde ich ganz Banane. So. Automatiktür. Hier mal eben aufgraben. Ich fände es ja viel besser, fällt mir gerade so auf,
wenn der Hund immer nur dann kläffen würde oder halt einen gewissen, bestimmten Kläffer machen würde, wenn Gefahr droht. Wenn sich zum Beispiel jetzt hier da hinten noch so ein Creeper nähert oder eine Spinne, dass er dann bellt. Oder beziehungsweise, oder vielleicht, dass er bellt, wenn eine Kuh in der Nähe ist. Und dass er so knurrt oder sowas, wenn ein böser Mob kommt. Ne? Das sind immer so Sachen, da finde ich, da können wir noch ein bisschen noch eine Schippe drauflegen und das noch ein bisschen verfeinern alles, das ganze System. Von Anfang an habe ich gemeint, dass Wölfe zum Beispiel, also wilde Wölfe, die sollten nicht bellen, die sollten heulen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man einen wilden Wolf oder ein ganzes Wolfsrudel einbauen kann in Spielen, die heulen, nicht sondern bellen. Ich weiß gar nicht, ob die bellen, wenn die wild sind, die tun vielleicht gar nichts, ne? Ja, finde ich total blöd, die sollten heulen wie richtige Wölfe und knurren und dann bellen, wenn sie gezähmt sind, ne? Und wenn mir jetzt einer sagt, das wäre eine doofe Idee, dann buddel ich mir hier ein Loch und spring rein. So, außerdem habe ich das jetzt völlig falsch gemacht. Ich wollte euch jetzt endlich mal meine Regenrinne da einbauen. Weiß ich nicht, wie rum ich die nur machen soll. So, aber wie sieht das denn aus? Ah, dieses Lichtdingen, ey. Das war doch früher, war das immer schön. Ich will früher zurück. Machen wir es andersrum. Machen wir hier so ein. So. Dann muss man da auch den Sand heraushauen, damit das besser aussieht. Da komme ich jetzt nur von der Seite ran, ne? Ist schon wieder Abend. Ach, habe ich denn noch Koppelstein? Ja. Wunderschön. Ja, müssen wir es so umbauen, ne? Super, die habe ich jetzt alle. Die waren alle für die Katz, weil so, das sieht doch hässlich aus, oder? Das kann ich ja nicht so lassen. Und ich habe jetzt keine Lust auf 1,9 oder sonst was zu warten, bis das vielleicht behoben wird. Ja, Wörtchen vielleicht steht mit Ausrufezeichen. So. Das will ich jetzt hoffentlich, dann kriege ich das noch hin. Dann möchte ich aber auch noch ein paar Stufen anbauen. Egal ob Nacht oder nicht Nacht. Mir doch jetzt Wurst. Ja, toll. Ah. Ah, gut, ja, die ganze Mauer. War so gerade vertieft, die ganze Mauer. Hätte ich erst reparieren sollen. Gut, mache ich dann, wenn es wieder hell ist. Jetzt will ich erstmal wieder ein paar Treppenstufen anbringen. Das muss sein. Und Lampen, mal bauen wir aber richtige Lampen dann hin, ne? Ah, jetzt provisorisch. Ha! Dumm, was mache ich denn jetzt? Komm, es hat so schon mal so schön geklappt. Ah. Da komm, krieg ich nicht hin jetzt. Dem habe ich jetzt irgendwie so in den Kopf geschossen. Komm, du Mistkerl. Ah, jetzt hätte ich dich auch mit dem. Ja, wunderbar. Mal die Erfahrungswerte hier mitnehmen. Wow, Gefahr, ne? Gefährliche Sache. Ja, Holz sieht gut aus hier so. So. Das ist doch mal richtig was Schönes hier. Da ist ein Zombie in meinem Dorf. Ja. Dusch. Pass auf, den lasse ich jetzt mal. Ich will mal hier ein bisschen probieren. Wie ist das, wenn ich den jetzt blocke? Hallo, komm. Komm. Bringt das irgendwas mit dem Blocken? Naja.
Bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu ungeschickt, habe ich noch nie ausprobiert. Ich vergesse immer, dass man irgendwie auch blocken kann. Und dann ist es auch schon immer zu spät. Machen wir das mal weg. Wow. Tolles Dorf, ne? Hier geht's hoch. Das ist richtig so die Höhe. Oh. Ach du meine Güte. Jetzt kommen sie aber alle. Nein, nein, nein. Ah, schade. Gut, Ressourcen einsammeln. Da war ich jetzt zu slow. Ich bin zu sehr auf den Zombie konzentriert. Aber gut, dann habe ich eine schöne Aufgabe, das Haus nämlich zu reparieren. Hier, das sollte auch alles noch so, vielleicht, dass man hier noch durchkommt. Oder das Feld halt erweitert. Wir brauchen ja noch Felder. Ja, hier mache ich wirklich so eine richtige. Oh Mann! Oh Mann! Wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Ach du meine Güte, jetzt habe ich aber hier gerade voll den Aufhänger gehabt. Aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Ach, du bist auch hier drin? Was blöd, ne? Ach komm, aha, ich habe wieder gedacht, es kommt einer rein. Das war aber jetzt wirklich, wieder klar. Ah, der da war das. Boah, die sind stärker geworden. Vier Schläge. Ah! 100 Creeper. Nein, nein, geh weg, geh weg. Ja, flüchten. Jetzt flüchte ich natürlich ins Nirvana. Jetzt komme ich nie wieder zurück. Jetzt legt sich der 1,8 damit an, ey. Aber wir müssen ins Haus. Das ist. Sind die ins Haus gegangen? Eine Tür offen gelassen? Nein, die Tür kann nicht offen sein. Die geht automatisch zu. Boah, meine Güte. Ja, komm, setz dich mal hin. Das ist ja voll der Stress hier jetzt. Na? Die können durch Scheiben gucken. Das ist anders als vorher, ne? Jetzt hüpfen die. Moment mal, Moment, da sind gerade Erfahrungspunkte geploppt. Ja, und nu? Jetzt hänge ich hier fest. Jetzt hänge ich hier fest. Was soll ich tun? Ja. Was ich dann tun werde, letztendlich sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich habe jetzt mal die Vermutung, dass ich mich gleich hinlegen werde, um zu schlafen. Und dann am nächsten Morgen mich hintenrum herausschleiche und diese ganzen Bestien da ermorde. Was heißt, die lasse ich einfach verbrennen. Die lasse ich einfach verbrennen. Aber der Creeper, der bereitet mir Sorgen hier vorne. Möchte nicht, dass der mir noch mehr zersprengt. Gut, dann sehen wir das beim nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit meinen kleinen extravaganten Ausflügen. Ist gerade nochmal gut gegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, erstmal ja, völlig belagert, aber doch relativ sicher. Obwohl mich stört das jetzt total, dass der mir jetzt zuguckt, wenn ich ins Bett gehe. Vorhänge. Vorhänge wären doch eine Idee, ne? Man sollte echt Vorhänge noch einführen. Natürlich automatisch auf und zu gehen, ne? Also jetzt hier schlafen und der glotzt die ganze Zeit, das ist ja wirklich unangenehm. Da komme ich gar nicht drüber weg jetzt, ne? Gut, ich hoffe, ihr könnt wenigstens gut schlafen und habt auch eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet bei Wir spielen Minecraft von Minenarbeit.de und eurem VWunderHorn. Ich sag dann auf jeden Fall mal schon mal Tschüss. Bis dann, ne?